Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu City Skylines. Ich habe wieder ein bisschen weiter gebastelt während eurer Abwesenheit. Vorneweg natürlich erst nochmal wieder das obligatorische. Vielen, vielen Dank für die ganzen coolen Hinweise und vor allem für die ganzen Mods, die mir verlinkt wurden. Echt großes Kino, also könnte fast meinen, ihr kennt mich von irgendwoher, weil also das sind wirklich genau die Sachen, die ich haben wollte, die ich mir vorgestellt hatte. Und ich packe das natürlich alles so nach und nach ein. Dann, ich bin gebeten worden, ob ich nicht mal dann diese Mod-Kollektion, die ich am Start habe, bei Steam veröffentlichen könnte. Klar, kein Problem, dauert nur noch ein bisschen, weil da, also es fehlen noch ein paar Sachen und wenn ich wirklich zufrieden bin mit meinen Mods, die ich dabei habe, dann mache ich da einfach mal irgendwie so ein Bundle draus, kann ja nicht so schwer sein. So, dann schauen wir mal. Also, während ich hier so die ganze Zeit ein bisschen rumexperimentiert habe, verschiedene Ansätze ausprobiert habe und so weiter und so fort, ist dieser kleine neue Stadtteil mal entstanden hier an der Stelle. Großer Unterschied zu der bisherigen Herangehensweise. Ich habe hier wirklich viel einplaniert, erstmal eingeebnet. Einfach eine ebene Fläche hier geschaffen und auch versucht, die Bahndämme möglichst in der Ebene und halt wenn dann nur mit einigermaßen akzeptablen Rampen dorthin zu führen. Das ist natürlich alles nicht so einfach wie in Transport Fever zum Beispiel. Aber machbar. Also ich denke mal so langsam, aber sicher, Step by Step, Stadtteil für Stadtteil wird das alles immer ansehnlicher. Hier habe ich auch schon mal relativ viel mit diesen Bodentexturen gearbeitet. Ja, da ist die BR218 gerade eingefahren. Und ich hatte ja auch gesagt, das nervt mich natürlich schon, ehrlich gesagt, tierisch, wenn die rückwärts fahren. Aber auch dafür gibt es eine Lösung, mit den Einbahnstraßengleisen quasi zu arbeiten. Da muss ich mich einfach noch ein bisschen reinarbeiten und reinlesen in dieses Thema. Ist aber mit den nötigen Mods, die mir auch bereits verlinkt wurden, alles durchaus machbar. Und das wird auch noch irgendwann über die Bühne gehen, wenn es so ein bisschen an den Feinschliff geht. Ich muss natürlich parallel die Stadt auch einfach immer weiterentwickeln, denn ich brauche, ich weiß, ich habe es nicht ganz im Kopf, aber ich glaube, der nächste Schritt ist dann bei 24.000 Bevölkerung, jetzt sind wir ungefähr bei 17.000. Und erst dann bekomme ich wieder einen neuen Stadtteil, also eine neue Ebene, eine neue Parzelle freigeschalten, die ich mir dann aussuchen kann. Ich würde natürlich schon ganz gerne das Ding noch ein bisschen ausdehnen. Allerdings habe ich auch noch viel freie Fläche und da, ja, ich muss halt einfach Wohngebiete schaffen und das ganze Ding insgesamt ein bisschen weiterentwickeln. Da komme ich wohl nicht drum rum. Vieles davon wird aber immer mal wieder off-camera passieren, so wie das jetzt ja auch der Fall ist. Also nach der letzten Folge habe ich mir schon ein bisschen Zeit genommen und habe das Ganze einfach ein bisschen während eurer Abwesenheit weiterentwickelt. Weil wenn ich das lückenlos filmen würde, also quasi Aufnahme stoppen und die nächste starten und das wird irgendwann stinklangweilig, wenn wir bei Folge 100 vielleicht noch keine 25.000 Einwohner haben, das nervt mich einfach. Soll ja ein bisschen vorangehen und ich denke mal, ihr seht das ähnlich. So, aber dann schauen wir uns hier einfach mal ein bisschen um an der Stelle. Mit diesem wunderbaren Tool kann man ja einfach die First-Person-Camera ist das, glaube ich. Die kann man auch einfach so verwenden, ohne sich eben in ein Auto setzen zu müssen oder so. Man kann ja quasi hier einfach herumflanieren. Das ist natürlich jetzt noch weit entfernt vom Schönbau, das gebe ich zu. Also hier fehlen halt noch ganz viele Dekorationen, aber mir ging es jetzt hier an der Stelle erstmal nur um die Herangehensweise, das Ganze eben schön in der ebenen Fläche zu gestalten. Zumindest weitläufig um den Bahnhof herum. Und ich denke mal, das war nicht die dümmste aller Ideen. Habe das Ganze natürlich hier auch schon so ein bisschen weiter ausdekoriert. Die Parkflächen habe ich noch dazu gebastelt. Das ist auch, die haben auch tatsächlich Funktionen. Sieht man hier drüben schön. Also die benutzen die Parkflächen tatsächlich auch, wenn man die hier hinklebt. Das ist also wirklich eine coole Sache. Und gerade hier, naja, das ist auch alles noch nicht perfekt. Das braucht halt noch seine Zeit. Ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen, bekanntlich. Aber das ist schon so die Richtung, wie ich mir das vorgestellt hatte. Also schön in der Ebene alles hier im Bahnhofsbereich. Und so, glaube ich, damit kann man dann schon weiterarbeiten. Ich werde dann die Strecke hier noch weiterführen. Wenn ich mir da drüben dann mal irgendwann den nächsten Patch-Gelände dazu nehmen kann. Hier so im Bahnhofsbereich, Bahnhofsvorplatz, da habe ich halt so diese funktionalen Gebäude, die sie halt brauchen, hingepackt. Ne? Polizei und eine Arztpraxis und den ganzen Kram. Hier drüben mal so einen kleinen Springbrunnen hingezimmert. Das müsste auch eine Mod gewesen sein. Kann man auch frei platzieren natürlich. Leider nicht animiert, wie ich gerade feststellen muss. Das ist natürlich ein bisschen schade.
Und ansonsten, wie man sehen kann, also einfach alles nicht so gedrungen gebaut, überall ein bisschen Platz gelassen, damit ich selber noch mit Deko-Assets arbeiten kann und so weiter und so fort. Und wo war denn das Parkhaus? Irgendwo hatte ich ein Parkhaus hingestellt. Das ist ja auch wirklich ein Asset, das fehlt mir bei Transport Fever doch schon sehr. Sowas hier. Das ist schon wirklich cool. Also, ich weiß gar nicht, das wird wahrscheinlich schon auch benutzt. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Oder es ist einfach nur so eine Touristenattraktion. Wahrscheinlich ist es einfach nur eine Touristenattraktion. Ah, wie dem auch sei, fügt sich auch schön ein, wie ich finde. Also damit kann man schon arbeiten. Und ich würde sagen, an der Stelle, damit hier auch ein bisschen was vorangeht, dann entwickeln wir hier drüben nochmal so ein bisschen. Also bei der Straßensetzung habe ich auch darauf geachtet, dass es nicht alles so wie auf einem Raster, wie auf einem, ja, einfach wie auf einem Raster ist, sondern alles so ein bisschen dynamischer, organischer, mit geschwungenen Straßen hier und da. Ist natürlich auch alles noch nicht so wirklich perfekt. Aber fügt sich insgesamt, finde ich, schon besser ein als die Herangehensweise, die ich hier drüben ursprünglich hatte. Das ist ja wirklich wie mit dem Lineal gezogen, größtenteils. Ich habe schon auch versucht, das so ein bisschen, die Monotonie so ein bisschen aufzubrechen. Aber hier ist es mir noch nicht so wirklich ganz gelungen, wobei sich das hier schon auch ganz nett entwickelt, muss ich sagen. Also so verkehrt ist es nicht dafür, dass ich da gar nicht so viel mit selbst angelegt habe. Gottes Willen. Was Dekorationen und all sowas angeht, aber trotzdem ist das schon ganz ansehnlich, finde ich. Also, ich bin nicht komplett unzufrieden, so ist es nicht. Aber bleiben wir mal hier drüben, in diesem kleinen neuen Stadtteil. Schauen wir mal. Also, ich entwickle einfach immer gerne um die Bahnhofsareale herum natürlich das Ganze. Nachfrage ist einigermaßen ausgeglichen, dann können wir also auf jeden Fall noch ein paar Wohngebiete hier hinkleistern. Nehmen wir hier mal so dicht besiedeltes und mischen noch ein paar weniger dicht besiedelte rein. Gleich noch ein bisschen Gewerbe mit dran flanschen. Bisschen dicht besiedeltes Gewerbe. Büroflächen machen hier drüben, glaube ich, keinen Sinn, weil die Uni ist einfach zu weit weg. Denke ich zumindest. Aber man kann es mal versuchen, ob sich das entwickelt. Mal hier einfach mal so ein kleines Bürogebiet reinkleistern. Aber ich glaube, das macht relativ wenig Sinn in meinen Augen. Weil ich habe halt hier den Bildungsstandard in diesem Wohnviertel noch relativ gering. So, weil mir das ja auch gesagt wurde, Überqualifikation ist auch schlecht, kam in den Kommentaren. Dann haben halt die Industriegebiete Probleme, Arbeiter zu finden. Und deswegen versuche ich die, naja, hier einfach ein bisschen dumm zu halten, ne? Wenn man so will. Zwar gemein, aber die wohnen ja hier alle freiwillig. Ich zwinge ja niemanden, ne? Wasserversorgung passt. Ah, hier drüben brennt's. Feuerwehr ist hier natürlich ein Problem. Feuerwehr habe ich hier noch gar nicht, oder? Na gut, wir haben es ja. Wir haben Kohle ohne Ende. Feuerwehrhaus. Ich möchte natürlich direkt eine Mod verwenden. Die haben wir schon mal verbaut. Ah, jetzt weiß ich nicht mehr, welches das war. Naja, ist ja auch egal. Da muss ich auch nochmal nachsehen im Workshop und nochmal ein paar weitere dazu nehmen. Hier müsste eigentlich alles abdecken können. Das denke ich, passt schon. Da fliegen die Smileys. Alles klar, wunderbar. Meine Bürger sind zufrieden. Warte doch da mal einen Blick drauf auf die Szenerie. Der hält ernsthaft an der roten Ampel. Habe ich das gerade richtig gesehen? Ja, Ampeln sind natürlich auch ein gutes Stichwort. Da wurde mir auch eine wunderbare Mod empfohlen. Traffic Manager, glaube ich, hieß es. President Edition. Und da kann man ja wirklich ganz, ganz viel selber konfigurieren. Also das ist wahnsinnig viel Micromanagement. Aber wenn es dann wirklich mal soweit ist und ich wirklich richtig fiese Verkehrsprobleme bekomme, also man kann halt die Spuren quasi selbst so ein bisschen steuern und zuweisen. Ampelschaltungen kann man selbst konfigurieren und wahnsinnig viele Möglichkeiten. Also das wird wahrscheinlich früher oder später hier auch zum Einsatz kommen. Auch praktisch, dass das Ding von alleine abgerissen wird. Die Mod wurde mir auch direkt am Anfang empfohlen. Möchte ich auch nicht missen. Okay. Gut, dann ist die Situation wohl wieder unter Kontrolle und wir können hier drüben noch ein bisschen weiter basteln. Die Wettereffekte nehme ich jetzt aber auch. Also den Donner habe ich jetzt zum ersten Mal wahrgenommen. Vielleicht habe ich es bislang nur einfach nur nicht bemerkt, aber das ist ja auch cool. Okay, vielleicht auch direkt mal für ein bisschen Dekoration sorgen. Da habe ich ja schon einiges eingepackt. Im Workshop Tropengarten habe ich schon irgendwo. Ja, das sind diese Parkflächen, die ich schon mal angesprochen hatte. Da habe ich auch ganz verschiedene mit. Also da muss ich natürlich auch noch ein bisschen mit rumspielen.
Habe ich einfach eingepackt, was mir gefallen hat. Legen wir hier nochmal eine hin. Bisschen größeren Parkplatz. Ja, was nehmen wir denn noch dazu? Die Qual der Wahl. So viele schöne Sachen. Ah, das hier gehört zu diesem modularen Fußballstadion, was man sich selber basteln kann. Hier sind auch nochmal verschiedene Parkgaragen einsortiert mittlerweile. Ah, eine Tanke habe ich, glaube ich, auch noch gar nicht gebaut. Steigert offenbar auch die Lebensqualität. Tanke in der Nachbarschaft. Gut, gut. Ah, Trainshed, der ist auch neu dazu gekommen. Den möchte ich jetzt eigentlich nur mal schnell hier irgendwo hinkleistern, um ihn mal gesehen zu haben. Muss da natürlich alles noch vernünftig verbaut werden. Aha. Okay, das ist natürlich solide. Und jetzt auch mit unter Zuhilfenahme von dieser Move-It-Mod müsste es mir ja wirklich gelingen, dann hier auch drei Gleise halt sauber hinzuführen. Also das werde ich auf jeden Fall benutzen. Der innen auch ein bisschen ausmodelliert. Mit diesen Wartungsplattformen, wenn ich das richtig sehe. Und auch unter Zuhilfenahme der Mods, die mir empfohlen wurden, kann ich da wahrscheinlich auch mehrere aneinander reihen. Also das heißt, in dem netten Betriebswerk steht in naher Zukunft auch nichts im Wege. Das ist natürlich ziemlich cool. Oh, ICE ist gerade eingefahren, sehe ich gerade. Ja, ich habe wieder ein paar neue Züge noch dazu genommen. Sehr schön. Ja, und das mit den Gleisgeschwindigkeiten muss ich natürlich auch noch kontrollieren. Also da habe ich jetzt die Mod noch nicht verwendet. Es sind einfach wahnsinnig viele Mods und ich mache das halt so peu à peu, nicht zu viel auf einmal. Aber man kann schon die Gleisgeschwindigkeiten kontrollieren. Deswegen, also das wird auf jeden Fall noch kommen. Das ist schon relativ nervig. Gerade bei den Güterzügen, wenn die da durchbrettern wie die Wahnsinnigen, das sieht einfach nicht gut aus, finde ich. Also das gefällt mir gar nicht. So. Naja, ein paar Wohnmöglichkeiten werden wir ihnen noch schaffen. Drüben nochmal, solange die Nachfrage noch besteht. Und Industriegebiet habe ich jetzt erstmal hier unten ausgelagert. Das bauen wir einfach nochmal ein bisschen aus an der Stelle. Und recht viel näher würde ich es jetzt auch nicht an das Wohngebiet dran bauen, glaube ich. Das passt schon. Ich glaube, wenn ich das hier so ein bisschen am Ufer entlang entwickle, dann ist das schon in Ordnung. Das sollte ja auch wirklich nah genug dran sein. Also da sollten Sie kein Problem haben, zu Ihren Arbeitsplätzen zu gelangen. So. Ah, hier sieht man auch schon. Das sind diese Parkflächen, die ich hier drüben verbaut habe. Diese Parking Functional, also das heißt, die funktionieren halt auch einfach. Finde ich richtig, richtig cool. Ein Aquapark. Also irgendwie ein bisschen was Nettes hier drüben hätte ich schon noch, nur nicht zu groß. Was haben wir denn hier noch? Ja, so ein Plaza, genau. Das ist das, was ich mir vorgestellt hatte. Ja, vielleicht sogar hier so. Mitten rein. Das ist gar nicht so verkehrt. Kirchen. Oh ja, meine Güte, Kirchen habe ich auch jede Menge gesehen. Wie groß ist die jetzt hier zum Beispiel? Ja, Kirchen muss ich natürlich auch verbauen. Das darf nicht fehlen. Prägt einfach das Stadtbild. Auch wenn das jetzt hier kein europäisches Szenario ist, aber das gehört schon dazu. Hier mal eine hin, schauen uns den ganzen Kram mal kurz an. Ja, könnte von Inuit Black sein. Nettes Teil. Und ich muss auch mal schauen, man kann sich ja auch das Szenario umstellen, habe ich gesehen. Also man könnte hier auch mit europäisch anmutenden Gebäuden arbeiten. Das ist ja eher, naja, US-Style möglicherweise. Vielleicht sogar so ein bisschen comicartig, finde ich. Und das geht definitiv auch anders. Also das kann man schon ein bisschen hübscher gestalten. Habe ich mich einfach noch nicht mit auseinandergesetzt. Aber diese Plaza ist schon auch nett. Auch schön detailreich. Schickes Ding, schickes Ding. Würde ich auch herumflanieren. So, ja, ich brauche auf jeden Fall noch Gewerbe. Ja, hier nochmal ein bisschen was hin. Und hier unten meinetwegen. Und dann füllen wir das Ganze auch noch ein bisschen mit Wohnviertel auf hier. Damit die Damen und Herren ein Dach über dem Kopf haben. So, ja,
erstmal bis hierhin, dann schauen wir mal, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Schaut es denn eigentlich aus mit Strom? Mehr als genug vorhanden. Wasser sieht auch gut aus. Ich habe jeweils nochmal eine Pumpe und eine Abwasserpumpe platziert. Das sollte wohl eine ganze Weile genügen. Ach, was ich auch gefragt wurde, ob hier irgendwie Wiener U-Bahnen verkehren. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich habe es mir sortieren lassen, die ganzen Vehikel, die ganzen Züge nach, ja, was halt am meisten abonniert wurde, was die besten Bewertungen bekommen hat und so weiter. Und habe dann einfach geklickt und geklickt und geklickt und geklickt. Alles, was mir gefallen hat, natürlich primär DB, ÖBB, das ist ja eh schon hier, glaube ich, die 101er, oder? Die hier durch die Gegend fährt. Mitten im Intercity. Ah, schön, mit Steuerwagen. Ah ja, doch. Geht also doch. Ja, cool. Passt schon. Passt schon. Ist auf einem guten Weg, das Ganze hier. Das könnte jetzt sogar schon diese Wiener U-Bahn sein. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß echt nicht, was ich alles dazu genommen habe. Könnte aber tatsächlich eine sein, ne? Bin mir nicht ganz sicher. Ich war schon ewig nicht mehr in Wien. Bestimmt schon 10 Jahre her. Naja, ist ja auch egal. Dum-dum-dum-dum wächst und gedeiht. Okay, dann schau mal, dass wir vielleicht zwischendrin. Da sind ja noch ein paar so kleinere Lücken hier. Ich möchte es halt nicht zu dicht bebauen. Maximal hier noch diesen Patch und dann vielleicht einfach noch ein paar kleinere Deko-Assets reinpacken. Ach, ein Riesenrad habe ich auch dazu genommen, ja. Okay, cool. Das ist. Ja, das ist auch cool. Ah, so viele Mods, das ist echt der Wahnsinn. Also. Ich hätte es ja nicht für möglich gehalten. Na, ehrlich gesagt schon. Eigentlich schon. Was haben wir denn hier noch so? Restaurant Plaza. Ah, okay, das ist ein eher kleineres Ding. Das müsste man doch hier noch irgendwo unterbekommen. Mal hier so hingebaut. Okay, das ist eher so zum modularen Basteln, wenn man sich selber halt Dinge anlegen will. Das sieht aus wie ein Skatepark. Ah, nee, das ist eine Tiefgarage. Sieh mal an. Okay, das ist natürlich auch cool. Ja, er wird wahrscheinlich auch keine wirkliche Funktion haben, aber wir bauen die trotzdem mal hier hin. Okay, schauen wir mal hier noch bei den Plätzen. Ah, da muss ich natürlich auch noch ein bisschen auffüllen hier. Andere Parks. Irgendwas ganz Kleines für die Ecke hätte ich noch ganz gern. Ja, das passt alles nicht wirklich. Dann schauen wir mal hier noch rein. Da sind ja auch alle möglichen Deko-Elemente. Sowas ist halt auch cool, ne? So eine alte, verlassene Fabrik. Boah, so groß ist die. Okay, cool. Sollen wir die auch mal direkt vielleicht irgendwo platzieren? Boah, das wird natürlich schwierig. Ich will die auch nicht an so einem Hang dran haben. Also die soll sich schon irgendwo nett einfügen. Snappt auch gar nicht an die Straße, wie mir scheint. Also die kann man tatsächlich frei platzieren. Okay. Ja, vielleicht hier irgendwo mal bei den Bahnanlagen entlang. Ja, irgendwie uraltes, stillgelegtes Fabrikgelände ist ja nicht so unrealistisch. Kleben wir das mal hier dran. Das müsste ja hier auch alles in der Ebene sein. Boah, das sieht aber auch nicht schlecht aus, Leute. Ganz im Gegenteil. Gefällt mir, gefällt mir. Okay. Dann Bodentexturen geht natürlich immer, um das Ganze noch ein bisschen netter darzustellen. Ja, diese Platten sind auch ganz nett, muss ich sagen. Es ist halt ein bisschen mühsamer, mit denen zu arbeiten, als mit dieser Bodentextur, die man einfach aufpinseln kann, aber kann sich schon auch sehen lassen. Mit verschiedenen Texturen. Hier drüben gerade mal testen. Sieht. Schön ausrichten. Da muss ich mir jetzt auch noch diese Mod dazu nehmen, mit der man solche Deko-Assets an die Straßen dran snappen lassen kann. Das werde ich wohl benötigen. Ja, es gibt einfach so viele Möglichkeiten und Herangehensweisen, wie man das Ganze alles ein bisschen netter gestalten kann. Die Dinger hier gefallen mir halt besonders gut, weil das einfach so leicht von der Hand geht, weil man das ja wirklich einfach aufpinseln kann. Deswegen nehme ich die aktuell relativ oft her, um hier einfach solche unschönen Lücken zu füllen, zum Beispiel. Oder hier schön den Kinderspielplatz zu betonieren. Da freuen sich die Bürger.
So. Hier drüben nochmal. Also wenn ihr eine Mod kennt, die genau so funktioniert wie das hier, dass man wirklich die Texturen halt nur so aufpinseln kann und wo einfach noch ein bisschen mehr Auswahl drin ist, dann da wäre ich auch nochmal für einen Link dankbar. Das wäre, habe ich jetzt in der Richtung noch nichts gefunden, weil also diese Platten, diese einzelnen Pflasterplatten, was ich gerade hier drüben gezeigt hatte, das aufzutragen, ist halt schon relativ mühsam und ist nicht so wirklich mein Ding. Also diese Art und Weise gefällt mir da schon deutlich besser. Und wenn es da noch irgendwas gäbe mit ein bisschen mehr Texturvielfalt, dann gerne her damit. Da wäre ich doch relativ dankbar für. So. Erstmal bis hier hin. Und hier ist natürlich auch noch ordentlich Platz so um den Bahnhof herum. Da muss ich mal schauen, was ich da noch anstelle. Wie schaut es denn aus mit der Bildung? Das würde ich abschließend gerade noch mal ganz gerne unter die Lupe nehmen, weil wie gesagt, ich habe ja hier wirklich nur eine Grundschule bislang. Ja, okay, die hat schon noch Kapazitäten, aber ich glaube, es wäre vielleicht auch nicht das Dümmste, hier drüben noch mal irgendwie zumindest eine weiterführende Schule zu bauen, damit mir die Leute hier drüben nicht komplett verblöden. Grundschulniveau ist ja doch ein bisschen wenig vielleicht. Schulen muss ich auch noch mal ein paar Mods einpacken. Da habe ich aktuell, glaube ich, nur die Phoenix High School und das Ding hier. Da die Oberschule. Die entspricht ja wahrscheinlich dieser High School hier. Deswegen würde ich die an der Stelle noch mal verbauen. Unterhaltskosten. Okay, die ist sogar ein bisschen günstiger. Dann nehme ich die mal. Ja, ich werde ständig gelobt hier von meinen Bürgern. Ich weiß gar nicht warum. Also, naja, gut. Ja, vielleicht mit Ausnahmen. Müll scheint wohl auch wieder gerade aktuell ein kleines Problem darzustellen. Schauen, was hatten die für eine Reichweite? Das geht schon auch bis darüber. Naja, nicht ganz. Okay. Ja, dann wäre die in Bahnhofsnähe halt doch ganz gut aufgehoben. Ich möchte nur den Bahnhof, das Bahnhofsumfeld einfach nicht zu sehr vollkleistern. Ist jetzt auch ärgerlich, dass ich. Ah, doch, geht, geht, geht. So wollte ich es haben. So ist noch akzeptabel, ja. Diese Plätze, also einfach rund um den, unmittelbar um den Bahnhof herum. Das möchte ich einfach noch ein bisschen frei halten, damit ich das noch irgendwie ein bisschen ausdekorieren kann. Manuell. Das soll eine Highschool sein. Interessant, okay. Na, wird wohl so sein. Okay, dann sind wir hier mit Bildung, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Und Bürgerprobleme. Müllabfuhr war irgendwie gerade das Thema. Und das wird ja normalerweise auch. Ja, okay, die sind halt voll. Könnte ich jetzt mal entleeren. Mehrere Probleme. Ach, hier stehen die Probleme. Das tralala, kein Platz mehr. Ja, ist mir schon klar, dass hier kein Platz mehr ist. Was machen eigentlich die verdammten Müllverbrennungsanlagen? Ich habe jetzt, glaube ich, schon drei von den Dingern. Kommen die einfach nicht hinterher oder was ist da los? Dieses Recycling Center habe ich hier auch noch. Es sind nicht mal alle Müllfahrzeuge in Betrieb. Ja, da muss ich ja irgendwo noch eine Ecke haben, wo sie nicht hinkommen, oder? Schauen wir doch nochmal hier in diesen Twitter-Dingens. Holly Hancock. Mitten im Mob. Ja, wie ich die jetzt da rausziehen soll, ist mir auch ein Rätsel. Wir halten das Ding gerade mal an. Ah ja, dann schauen wir uns mal den Wohnort an und dann müsste ich doch eigentlich sehen, wo das Problem ist. Müllabfuhr müsste ja hier einsortiert sein. Quatsch, hier. Habe ich hier doch nichts in der Nähe? Ernsthaft? Ich dachte, ich hätte hier eine Müllverbrennungsanlage direkt unmittelbar. Okay, wohl doch nicht. Ja, es hat Lärmbelästigung, deswegen ziehen wir uns gerade nochmal eine Straße hier ein bisschen aus der Stadt weg. So in etwa. Dann kommt da die Müllverbrennungsanlage drauf. Jetzt muss ich nur darauf achten. Ah, die hat aber schon eine sehr, sehr große Reichweite. Also das, wenn das jetzt nicht funktioniert. Aber ich weiß natürlich auch nicht, wie schnell die zu meckern anfangen, die
die Heinis. Also kann natürlich sein, dass wenn einmal die Müllabfuhr einen Tag zu spät ist, dass sie dann hier schon sich genötigt sehen, hier so einen Tweet abzusetzen. Das kann natürlich auch sein. Oh, das müsste doch passen, oder? Also vielleicht sollte ich das Ding auch noch laufen lassen. Naja, füllt sich mit Strom, wie ich sehen kann. Dann passt das doch jetzt, oder? Ich hatte aber noch, hier unten hatte ich auch noch eine Müllverbrennungsanlage, oder irgendwo? Ah, hier, die hatte ich gemeint, genau. Ja, aber die ist auch nicht wirklich ausgelastet. Also Müllreserven, das Ding ist nicht vollgelaufen. Es sind nicht mal alle Müllfahrzeuge in Verwendung. Und jetzt habe ich noch so ein Ding dazu gebaut. Das wird ja wohl reichen, also. So, was war das gerade? Herzlichen Glückwunsch, tralala. Attraktivste Stadt. Ja, danke schön. Danke, danke. Ich bin der glücklichste Bürgermeister der Welt. Na gut, das sollte wohl passen bis hierhin. Ich glaube, das kann man schon so stehen lassen. Keine größeren Probleme. Ich denke mal, bis zur nächsten Folge werde ich nochmal wieder ein bisschen weiter basteln, nochmal einen Schwung Mods dazu holen und nochmal schauen, was ich so im Bereich Deko-Assets finden kann. Und dann wird es hier irgendwie weitergehen. Jetzt sind wir eh schon bei 18.000 Einwohnern angelangt. Nächstes großes Ziel ist natürlich, die 24.000 zu knacken, damit ich das nächste Geländegebiet freischalten kann. Ja, und so ist ungefähr die Marschrichtung. Stadtteil für Stadtteil immer mal wieder mit neuen Methoden rumprobieren und schauen, dass es halt jedes Mal so ein bisschen besser wird. Und so denke ich, wird das dann über kurz oder lang doch eine ganz nette Geschichte hier auf dieser kleinen Spielwelt in City Skylines. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann schaltet doch beim nächsten Mal einfach wieder ein. Ich freue mich wahnsinnig über die positive Resonanz, über die ganzen Tipps, Hinweise, Tricks, Mod-Verlinkungen etc. pp. Macht großen Spaß und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin, macht's gut und adieu.